Morgen und herzlich willkommen. Herzlich willkommen, habe ich schon wieder genudelt. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich bin gerade bei mir in der Halle, ich sattel um. Mein Dreiachser läuft wieder. Dann fahre ich nach Weilerbach ins Hospital. Dort lade ich die Mietplanierraupe, die dort noch steht, die 716. Die geht nach Sembach hoch auf unseren Lagerplatz und dann fahre ich wieder zurück und hole die Walze, die dort steht. Die geht auch nach Sembach hoch. Es ist Montag, es war ein Wochenende, muss wieder neu angelernt werden. So. Montagmorgen. Man steigt ins Fahrzeug, denkt, oh, das geht schon alles. Aber der Tag ist noch lang. So, vorne steht die Planierraupe, da wo das Licht brennt. Auf dem Hof bei uns stand auch noch unsere, in Anführungszeichen, alte. Also nicht unsere Chefin, sondern unsere alte Planierraube. Das muss ich rausschneiden. Und ja, warum ich die hier nehme, keine Ahnung. Machen wir halt so. Thank you.
Sembach oben, habe dort die Planierraube abgeladen. Jetzt geht meine Fernbedienung wieder nicht. Meine Lenkung, also meine Fernbedienung geht, aber meine Lenkung geht nicht. Also irgendwas verursacht einen Kurzschluss. Irgendwas verursacht einen Kurzschluss. Wurde erst eine Platine getauscht. Jetzt am Freitag oder so. Weil das Problem schon mal hier war, weil das Problem schon mal bestand. Und jetzt habe ich eine, heute Morgen ging alles, habe jetzt eine Tour gefahren und jetzt mag sie wieder nicht mehr. So, 10.45 Uhr, ich bin wieder am Rollen. Zwischen Schwanenhalsen, zwischen Tiefbetten. Die Jungs haben daran gearbeitet. Letzte Woche, wo als die Lenkung nicht mehr ging, beziehungsweise die Lenkung mit der Fernbedienung ging ja nicht mehr, haben die daran gearbeitet. Heute Morgen habe ich zwei Kabelbinder dran gemacht, um Luftleitung und Elektroleitungen, dass das nicht halt alles so frei herumhängt. Und dabei ist wohl dann der Knick in der ABS-Leitung, also nicht der Knick entstanden. Der Knick war schon Ewigkeiten da. Nur durch das, dass ich die Kabelbinder drum gemacht habe, stand das Kabel offen. Also es war keine Verbindung mehr da. Ja, man will es gar nicht wahrhaben. Weil ich habe schon bestimmt seit zwei, drei Jahren hat mir vorne drin im Display hat mir angezeigt, dass ich einen ABS-Fehler an meinem Anhänger habe. Ja, und da ist jetzt auch weg. Ich war mittlerweile wieder in Weilerbach gewesen im Hospital und habe hier diesen Walzen zugeladen. Und wie man sieht, bin ich damit auch oben in Sembach auf unserem Lagerplatz. Ja, lad ab.
Rollback sollte ich eigentlich unseren Long Reach da vorne laden. Jetzt soll ich den hier wieder stehen lassen. Und fahr dafür jetzt rüber nach Klan Münchweiler. Und lade unseren LH, unseren Umschlagbagger. Alte Heizung drin ohne. Ölheizung. So. Mal gucken hier. Wenn wir den Apparat hier bewegt kriegen. So. Wie gesagt, ich stelle mir jetzt den Sortiergreifer, stelle ich mal vorne auf der Hals drauf. Wenn ich hier rauskomme irgendwie, ach, das ist die Lenkung. Da hat ja die Lenkung hier vorne. So, Allrad haben wir drin. Hine rum war nichts, vorne rum war nichts. Andere Rüstung. Ich mag den Bagger gar nicht, ganz, ganz ehrlich. Ich habe auch, ja, schieß nicht, aber hab halt Respekt davor. Erstmal, weil es ein Radbagger ist. Ich weiß, ist die Möglichkeit, dass das Ding jetzt umfällt, ist sehr, sehr gering. Aber wenn man das halt nicht jeden Tag macht mit den Teilen hier, ist das sehr seltsam. Wenn du so einen mal so einen hohen Arm hast und sowas, ja. So, mal gucken, wie das mit dem. Oben ist nichts. Müsste doch jetzt gleich. Jetzt sehe ich den Bobcat, der daneben dran steht. So. Ich glaube, ich muss mein Holz wegmachen da vorne. Ha? Oder reicht das? Ah, könnte reichen. Könnte nicht reichen. Reicht sogar sicher. So, gucken, ob ich das Ding abkriege, ohne dass er umfällt. Der Greifer, weil er jetzt schräg steht. Aber dürfte normal gehen. Yep. Gut. Den mache ich jetzt fest. Thank you.
Anschein. Als läuft mir schon wieder Diesel weg. Da vorne vor meinem Tiefbett habe ich ein kleine Lache. Keller. So, jetzt muss ich das Ding davor nudeln. Mag ich ja gar nicht jetzt, ne?
das vorne reicht mit der Bratze.
Menge. Vorne an der Ampel, muss ich links, ne?
da kommt ja schon mal ein Bagger. Ja. Da kommt ja schon mein Bagger. So. Ja, ist gut. Na, du kannst aufhören zu schreien. Komm ich da rum? Stehen zwar hier auf dem Fahrradweg, aber geht jetzt halt nicht anders. Machen wir jetzt einfach so. So, ich lasse mein Heck, fahre ich mal runter. Vielleicht will der Kollege den Löffel auf den Hals legen. Oder legen wir den Löffel ans Schild, würde auch gehen. Mal gucken. Den Radbagger haben wir dann rübergefahren nach Sprendlingen. Ich bin danach noch nach Landstuhl zur Liebherr und habe einen R926 Kompakt, einen neuen Bagger, für uns geholt. Davon habe ich keine Aufnahmen. Ich habe noch nicht mal ein Bild gemacht. Ja, Trottel, sagt's ruhig. Ja, das war der Dienstag. Und wie es dann am Mittwoch weitergeht, sehen wir jetzt gleich. Ich habe ja gestern Abend noch gestern Nachmittag unseren neuen Bagger geholt. Ich habe nicht mal Bilder gemacht davon, ne? Katastrophe, ey. Den habe ich abgeladen gestern Abend. Der steht drüben jetzt in der Werkstatt. Er wird jetzt vorbereitet zum Lackieren. Ich fahre heute Morgen rüber nach Lambertheim. Ist auch schon 7 Uhr. Darf heute später beginnen. Wie gesagt, ich fahre rüber nach Lambertheim zu unserem R934.
45 haben wir es. Ich muss nur einmal zurück über die Autobahn. Ah, lass den nach vorne, lass den nach vorne, komm, komm, also weiter. Drin wieder. Aber es sieht, glaube ich, gut aus. Vielleicht kann ich auch da vorne raus. Vielleicht kann ich auch hier vorne raus. Mal gucken. Yeah.
kurz vor 12. Bin in Lambertheim leer. Wo es jetzt hingeht, weiß ich noch nicht. Aber das sehen wir dann in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs In. Habe ich eben gesagt, Lambertheim in Oppenheim natürlich. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat wieder etwas Spaß gemacht. Bleibt gesund. Bleibt sauber. Und haut rein. Bis dann. Ciao.